amüsiert hat. Da wisst ihr, was der für ein Gedankengut. Ja, ich würde gerne mal mit Ihnen reden. Sie wissen Bescheid, ja? Sind Sie Kunden aus der Türkei? Christin? Ja. Ja, Sie kann kommen. Sie kann kommen. Lieber. Ich habe gesehen, Sie schauen sehr interessiert zu. Ja? Wollen wir hochgehen? Ja? Ja, gut, gut. Es ist so wichtig, dass wir die Stimme erheben, dass wir einfach wirklich das benennen, was ist. Ja? Wollen Sie reden? Sie kriegen es mit. Hallo! Bin ich jetzt Nazi oder was? Hört doch mal zu! Hört doch mal zu! Reden Sie einfach, bitte. Hallo Leute, ich bin aus Georgien und ich möchte ganz kurz meine Geschichte erzählen. Ja. Georgien liegt zwischen ehemalige christliche und heutige zwangsislamisierte Länder. Ja? Georgien kennt osmanische Angriffe, Perser, Osmanen, also. Können Sie mir bitte helfen? Ja. Ich bin auch Osmanen, ja. Osmanen, ja, natürlich. Ja. Heutige Georgier, zwangsislamisiert und entführt, wollen noch in Türkei. Wer macht dafür am Mund auf? Wer? Bin ich Nazi? Bin ich nicht. Ich hatte meine Fresse, aber du grabst dein Grab mit deiner Hände. Du schaufelst dein Grab. Ich kenne meine Geschichte. Ich kann nicht mit ohne Emotionen reden. Ich komme aus Georgien. Wir haben eine ganze Zwangsislamisierung. Heute in Iran wollen noch vor 400 Jahren entführte Christen. Warum macht dafür niemand den Mund auf? Warum? Heute noch zwangsislamisiert. Ich komme aus Georgien. Deutschland, steh auf, ich liebe dich! Vielen Dank. Sie haben also den Islam auch kennengelernt, ja? Habe ich. Sie haben den Islam kennengelernt? Mit vollem Zugang. Ja, Und erzählen Sie mal ganz kurz, was ist da alles abgelaufen? Also, ich zum Beispiel. Da wir auch in Georgien nicht so dramatisch und original lernen, diese ganze osmanische Eingriffe, diese ganze... Ich bin aufgeregt, Entschuldigung, okay. Ich bin aufgeregt und ich bin froh, dass ich heute was zu sagen habe. Ja. Sie sind Nazi und ich bin auch Nazi, also wo ist er? Wo sind wir hier, Leute? Wo sind wir hier? Bin ich eine Nazi? Ja. Vielen Dank, nein. Danke schon. Also ich würde gerne mit irgendeinem Deutschen, der für sein Land schickt, mein Ausweis tauschen. Sehr gerne. Ich wäre ehrenhafte Deutsche. Ich wäre sehr gerne. So, was ich noch sagen wollte, vielen Dank. Dankeschön. Mein Geduld ist wirklich am Ende. So. Also ich habe ein Kind von einer Iraner. Ich war in Iran. Ich wurde gezwungen, Kopftuch zu tragen. Ich sollte in Moschee gehen und eine Bescheinigung beantragen, dass ich Moslem bin. Ich habe nur immer nachgeblabbert. Hier ohne irgendwelche Bedienungen werden muslimische Leute. Ihr seid herzlich willkommen und steht auf. Ihr seid in einem friedlichen Land, wo ihr entscheiden wollt, könnt, wie ihr eure Leben gestalten könnt. Alles stimmt, was Herr Michael Stutzenberg gesagt und in Iran steht, in Koran steht, stimmt alles. Vielen Dank. Sie beobachten ja auch, warte ganz kurz, Sie beobachten ja auch im Iran, gehen ja die Frauen auf die Straße, viele Frauen, und wollen das Kopftuch ablegen. Ja, die werden viel ins Gericht. Gegen Steinigung, gegen Islam gehen die auf die Straße, gegen Islam. Ja. Prima, herzlichen Dank. Ja. Kann ich Sie Ihnen annehmen? Ja. Ja. Vielen Dank. Sie sprechen das, was ich in meinem Herz habe. Dankeschön, ich befolge Sie überall. Vielen Dank. Danke. Danke. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Alles Gute. Und da sehen wir, dass immer mehr Menschen den Mund aufmachen, die aus genau den Ländern.